Hass, Hetze und Gewalt haben in der Politik in unserer Gesellschaft keinen Millimeter Platz. Das gilt auch dann, wenn linke Politiker beim Kongress in Kassel sagen, sie würden Reiche erschießen oder in Arbeitslager stecken wollen. An einem Ort, an dem vor wenigen Monaten noch ein Politiker erschossen worden ist, da sitzt man nicht dahinter als Parteivorsitzender und lacht und spielt's herab. Nein, man geht dagegen. Das hat Herr Rixinger von der Linken nicht getan und deswegen muss er sich auch nicht nur entschuldigen, er muss den Fehler eingestehen, der passiert ist in Kassel. Er muss sich auch eingestehen, dass Hass und Gewalt nicht nur in der Tat entsteht. Wir Freiwähler stellen uns deswegen gegen jede Art von Gewalt im Wort. Wir wollen eine Politik, eine politische Kultur, die den Wettbewerb der Ideen fördert, den Respekt vor der Person garantiert. Das ist unser Ziel und wir werden nichts respektieren, was andere Wege geht. Für uns ist Hass und Gewalt kein Weg. Wer Hass und Hetze im Wort schürt, ist ein Brandstifter und macht Gewalt salonfähig.